Hey Leute und willkommen zurück zu Pokémon Snap. Und wir müssen irgendwas mit knapp 3000 Punkten jetzt einmal sammeln. Und ich würde sagen, wir gehen einmal nochmal in den Vulkan. Wir haben schließlich das Magnetilo letztens anlocken können mit dem Äpfelchen. Und ich glaube... Vulkan, ja. Wir brauchen halt jetzt noch ganz viele Punkte. Cool, das macht Sachen. So. Ja, ich weiß auch, dass sie sich irgendwann mal entwickeln können. Ich weiß aber nicht, zu welchem Zeitpunkt und mit was für ein Item. Ich glaube, später... Wir kriegen noch eine Flöte. Das ist mir letztens noch eingefallen in der letzten Folge. Ich wollte sagen, ich müsste auch nochmal in den Tunnel, um halt das Magnetilo zu entwickeln. Das wollte ich eigentlich sagen. Jetzt bin ich zum Vulkan gereist. Merkt ihr was? Hm. 2700 Punkte. Das bedeutet auch, dass wir uns verbessern müssen mit Fotos. Wir haben immer noch einen Labras zu fotografieren. Das können wir auch gleich nochmal machen, wenn wir zum Strand zurückgehen. So, Magma hat ja, glaube ich, keine... Süßes kleines Glumanda. Oh, Glumanda. Kann man das Ei eigentlich auch fotografieren? Also klar kann man das, aber... Ich will mal ganz kurz anhalten und gucken, was die beiden da machen. Ah ja, stimmt. Es kommen ganz viele Glumandas, ja. Voll geil. Das gibt Punkte, Leute. Ihr glaubt es gar nicht. Voll cool! Okay. Glumanda! Sorry, ich musste gerade ein bisschen ausrasten. Ich finde das nämlich sehr, sehr süß irgendwie. Witzig! So, wo ist denn jetzt der? So, das war, glaube ich, auch ein besseres Foto von Magma. So, wo ist jetzt Lavados? Lavados ist da oben. Hey! Vogel! Na, dann nicht. Ah, halt, stopp. Ich muss mal hier auf die Seite. Ich weiß echt nicht mehr, was das war, was man da reinwerfen musste. Ich glaube, es war das andere Item. Ich habe nur Texte letztens nicht fotografiert. Oh. Oder nicht abgegeben wahrscheinlich. Aber jetzt ist mein Film zu Ende. Ja, wenn du übrigens eine Filmfahrt ist die Strecke instant vorbei. Da kannst du auch erst am Anfang sein. Hast du den Film voll? Ruf Dr. Eich dich zurück. So. Dann wollen wir doch mal. Ich glaube, das ist nicht so toll, weil die Technik da nicht so geil ist. Ich werde das mal einreichen, weil es macht da halt was. Dann würde ich sagen, dieses Vulpix würde ich nochmal einreichen. Dann haben wir jetzt 3 Milliarden kleine Glumanda-Bilder. OMG. Boah, ich kann mich nicht entscheiden. Ich könnte die ja mal groß machen. Das ist süß. Die sind alle so putzig. Aber ich feiere das, wenn die Pokémon nah dran sind. Also entweder das, wo es springt, das. Oder tatsächlich das. Ich
glaube, ich nehme auch das. Ja, Magma, da würde ich das nehmen. Das ist halt perfekt. Das ist einfach 1 zu 1 Magma. Dann, wir probieren es mal. Und dann haben wir Glutexo komplett vergessen abzugeben. Da würde ich jetzt, ich glaube, das nehmen, weil das ist halt, es ist noch mittig. Und es ist komplett drauf. So, wollen wir mal. So, Galoppa. Da hat das Bild verkackt. Da ist auch das alte Bild schöner, alles klar. Das findet er besser. Das ist besser, habe ich ja gesagt. Lavados, da ist das erste schöner. Glutexo. Toll. Ja, okay, wir gehen back to the Labor. Willkommen. Wie viele Punkte brauche ich jetzt noch? Super, du bist sehr schnell im Umgang mit der Kamera. Hier ist ein Geschenk. Ach, cool, das war's schon. Geil. Es ist sehr nützlich, wenn du Pokémon fotografieren willst. Kriegen wir jetzt den Ball. Yay. Drücke B, um ihn zu suchen. Genau. So lockst du Pokémon ganz leicht aus ihrem Versteck. Soll ich diese Info wiederholen? Nein, danke. Und, ja, wir können natürlich jetzt nochmal 1000. Ich habe ja gesagt, wir müssen 1040 Mal diese, Strecken machen, tatsächlich. Weil wir jetzt mit dem Ball tatsächlich nochmal wieder Pokémon dazu kriegen können. So. So, hier passiert jetzt nicht viel. Taubsi würde ich jetzt nicht nochmal fotografieren wollen. Da haben wir eigentlich echt genug. Ich baller jetzt einfach mal die ganzen. Gibt es hier noch irgendwie was? Nee, ne? So, Pikachu wird einfach nur ohnmächtig. Das ist aber auch okay. Ich glaube, das wird nichts mit Dodo. So, was passiert bei dir, wenn ich dich treffe? Ich glaube, nichts, ne? So, da hinten. Oh mein Gott. Lapras! Die Lapras können tatsächlich bis hier vorkommen. Kopodo. Ah, jetzt war wieder eins da, aber okay. Yes, Relaxo. Wir haben ein Relaxo. So, ich glaube, jetzt fällt es, glaube ich, unten runter und man kann es näher fotografieren. Ja, genau. Und es macht die gleiche Scheiße nochmal. Flatsch. Okay, es ist einfach nur anwesend. Oh, das ist gut. Mausi hat mich angehalten. Ich bin quasi vors Mausi gefahren. Aber das ist gar nicht mehr so verkehrt gewesen. Weil so habe ich das Lapras gekriegt. Juhu! Oh, oh! Das habe ich komplett vergessen. Das ist ein Sichlor-Koi. Oh mein Gott! Sichlor! Und da kommen die beiden Pikachus! Ey, cool. Ja, aber gut, Lapras haben wir jetzt eigentlich so perfekt. Ich glaube, so perfekter geht's gar nicht. Kommt hier noch mehr raus, außer das, was da rauskommt? Nochmal Sichlor. Aber immer von hinten. Das ist ja ziemlich doof. Ich glaube hier. Ja, gut, Chanera halt dann nochmal. Chanera dreht sich aber auch nicht um, aber Chanera haben wir echt ein gutes Bild. Oh, da war's! Oh Leute, da war's gerade. Das Lapras was. Da guckt es raus. Kangama! Huch,
Ja gut, das ist das Mauzi, was das Netz plündern möchte. Hier ist nochmal ein Capadur. Was anderes kommt hier, glaube ich, auch nicht mehr. Nein. Ah, oh, schade, da war das Lapras, was ganz, ganz nah kam. Aber gut, wir haben ein gutes Lapras-Bild und ich glaube, damit ist der Herr Professor auch zufrieden. Wir haben richtig viele Bilder gemacht. So, nee, Taubsi möchte ich tatsächlich nicht ersetzen. Dodo. Das hier, das hier. Ich glaube, ich nehme es einfach mal. Schlechter kann es nicht sein. So, Relaxo neu. Dann haben wir hier ein Mauzi. Das finde ich ganz cool. Ich glaube, da kriegen wir definitiv mehr Punkte für als für das andere. So, Lapras, da haben wir so viele schöne. Ich glaube, ich möchte das sogar nehmen. Obwohl, da sieht man den Kopf, ne? Und da sieht man das Carpador, was noch rausbringt. Weil man, wie gesagt, für mehr Pokémon kriegen wir ja immerhin nochmal mehr Punkte. Ich glaube, ich will das nehmen. Oder das. Ich glaube, ich nehme das. Das ist schöner. In Form von, es ist näher dran. So, Pikachu. Nehme ich mal das. Ja, dann haben wir noch das Kengama. Da nehme ich mal das. Da guckt auch das Lapras noch raus. Cool. Alles klar, wir gehen zu Professor Eich und zeigen ihm unsere Bilder. Dodo! Oh, das findet er sogar besser. Krass. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. So, Relaxo. Relaxo kriegen wir nochmal in schön. Tatsächlich gleich, das gleiche Relaxo. Und zwar dann, wenn wir dann mal die Flöte kriegen. Das gefällt ihm auch besser. Sehr gut. Wunderbar. Das sehe ich, Leute, echt nicht mehr auf dem Schirm. So, Pikachu. Es sind mehr Pikachu. Da, perfekt. Also, mit Pikachu kriegst du Professor Eich. Gut gemacht. Sehr schön. Hm. Am Flusslauf verstecken sich einige Pokémon. Finde sie mit Hilfe der Räucherbälle. Das heißt, wir müssen zum Fluss. Willkommen Sonst zurück. Sonst geht es, glaube ich, nicht weiter. Nein, deswegen müssen wir jetzt nochmal zum Fluss und dann nochmal nach Räucherbällen, mit Räucherbällen um uns zu werfen. Schließlich haben wir das Quapsel nicht. Wir haben Anton nicht richtig fotografiert. Wir haben Safcon komplett vergessen. Ups. Mushas. Voll cool, sind sie nämlich hier im Wasser und tanzen so. Irgendwie cool, dass sie hier so. Hab ich dieses Bisasam vergessen? Ah, das ist es davor. Ja, das ist aber auch nicht schlimm. So. Ah, und ich glaube, der Tipp ist auch wegen. Ist das jetzt so, dass man jetzt hier auch die Mushas rauskriegt? Nee, ne? Doch. So, ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren. Es tut mir echt leid. Das kriege ich auch nur mit Flöte, ne? Ja. Das kriege ich auch nur mit Flöte. Wunderschönes Fleckmann. So kriege ich nochmal hier. Komm mal her. Nee, du dummes Ding, du sollst hier hinkommen. Ja, komm, das kriegst du eh nicht mehr rechtzeitig hin. Ist okay. Ah, Safcon. Genau. Die kommen nämlich auch runter, wenn man sie trifft. Ja, ist okay, ist okay, ist okay. Und Flatsch. Anton. Was soll ich mit dir, wenn ich dich abwerfe?
bin mir unsicher, ob man einen Enteron kriegt. Oh, das war doch mal Quapsel, ne? Ja. Mit! Ah! So, und das war unser Tipp von Professor Eich, dass wir dann nochmal gucken sollen, bitte. Denn so geht's weiter. Wir haben den nächsten versteckten Gang gefunden. Pikachu! Ah, ich glaube, jetzt geht's runter in die Höhle. Genau. Und selbstverständlich kann das Teil auch noch fliegen. So, wir haben auch wieder einiges an Bildern gemacht. 33. So. Quapsel. Da würde ich jetzt das nehmen. Das ist so süß. Oh mein Gott. Muschas. Da haben wir jetzt nochmal ein schöneres. Würde ich jetzt erstmal das bevorzugen? Oder das? Ich finde das sogar nochmal schöner. Dann haben wir nochmal Fleckmon. Das ist noch ein bisschen näher dran. Vielleicht ist das ein bisschen besser. Man weiß es nicht. So, Safkon. Da haben wir, glaube ich. Boah, ich würde mal sagen, wir nehmen einfach mal das, weil das ist bei mir zu nah. Das gefällt ihm auch nicht. So, Enton. Weiß ich nicht, ob das besser ist. Und, Porygon. Nehmen wir einfach das. Und auch so Professor Eich. Ja. Juhu! Was kriegen wir für Punkte? Quapsel! Auf jeden Fall viel besser als das erste. Muscher, nicht wirklich viel besser als das erste. Da ist wohl noch Luft nach oben. Phlegmon, auch besser als das erste. Safkon, viel besser als das erste. Enton, auch besser, okay. Ja, das haben wir noch nicht gehabt. Oh Gott, ich muss noch wieder warten und ins Büro mit ihm gehen. Oh mein Gott. Labor, nicht Büro. Yes, ich habe da einen Tunnel gefunden. Lia, du hast eine Abzweigung gefunden. Meinen Forschungen nach führt sie zu einer neuen Strecke. Ne! Es ist alles vorbereitet. Du kannst die Strecke nun erkunden. Und zwar geht es jetzt zur Höhle. Yeah. Aber das in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!